Einen wunderschönen guten Tag, ihr Lieben, und herzlich willkommen zu einem neuen Video von Ich bewerte Make-up-Tutorials von YouTubern. Junge, Junge, ich bin knapp an der Zeit. Wir haben 14.08 Uhr und ich habe gedacht, scheiße, um 16 Uhr muss das Video raus. Darum, ich habe gerade noch ein anderes Video geschnitten. Schnell gucken, ich weiß ja schon, was wir anschauen wollen zusammen. Und zwar habe ich mir überlegt, von der, ich gebe es mal ein, Rafa's Plastic Life. Ich finde es eine coole Frau, weil sie super locker ist, super easy. Also sie war ja früher mal ein Mann und ist quasi ja jetzt eine Frau. Und die macht auch so Make-up-Tutorials. Also lass uns mal ganz kurz hier reinschauen. Aktuelle Videos. Und zwar, so, was ist das Neueste? Wir schminken. Nein, Ready Make-up. Natural Make-up-Tutorial hinter Gittern. Wollen wir auch nicht. Es war hier mal was. Ah, ich lasse mir Foundation tätowieren. Okay, entweder ich lasse mir Foundation tätowieren oder, weil das hatte ich mal gesehen, erstes Make-up-Tutorial ohne Fluchen. Ja, ist auch schwer, okay, weil sie macht mehr so funny Make-up-Tutorials. Und von dem her, lass uns da mal reinschauen. Mich interessiert das mal, was das ist. Ich lasse mir Foundation tätowieren. Oh mein Gott, Leute, wir schauen mal. Was ist denn das jetzt? Ah. Sieht aus wie Durchfall. Wir fangen nochmal an. Hey, Bitch. Hast du das Gefühl, dass ich heute besonders scheiße ausschaue? Gratuliere, du hast funktionierende Augen. Heute für euch habe ich ein sehr, sehr besonderes Video. Ich muss mich hinsetzen, weil Bitch. Bitch. Ich falle am Boden. Ich falle auf den Boden sonst. Bitch. Heute gehe ich zu meiner guten Freundin Sandra, die Retterin von meinem Gesicht, weil du weißt Bescheid, mein Schatz. Mama sieht wie Katze aus, wie Durchfall. Und Mama braucht ab und okay. zu eine Restaurierung. Ein bisschen Hyaluronsäure dort, ein bisschen Depression hier, ein bisschen Nervenzusammenbrüche dort. Und so sehe ich aus jetzt. Hello, darkness, my old friend. Scherz beiseite, Sandra hat eine neue Behandlung. Ohne Witz, aber schaut euch mal die Videos von ihr an, weil was natürlich auch ganz cool ist, sie schminkt sich, wenn sie sich schminkt und wenn sie sich fertig macht, schon sehr cool. Es ist zwar ein bisschen übertrieben, aber es ist von der Stärke her das perfekte Bühnen-Make-up vor allem. Und vor allem halt auch, wenn man so sie experimentiert, sehr, sehr geil mit den Farben. Pink, Rot und so weiter auf den Augen. Also wirklich, wenn sie sich schminkt, dann schon echt richtig geil. Also es lohnt sich wirklich mal, die Videos von ihr anzuschauen, gerade auch im Bereich des stärkeren Schminkens. Handlung bei sich, was ich davon gehört habe, I was quaking. Moment, wie heißt diese Behandlung? I don't know shit. Das heißt, excuse me, Beauty Glow, Baby Glow genannt. Und hält bis zu einem Jahr. Habe ich noch nie gehört. Gott, meine Beziehungen halten nicht mal einen Monat und diese Carassi-Behandlung soll ein Jahr halten. Na, da bin ich gespannt. Heutzutage ist es für den modernen Mann und die Frau sehr wichtig, gut auszusehen und eine perfekte Haut zu haben. Ja, da bin ich raus. Tschüss, das Video ist fertig. Bye. Jetzt ist eine Wirkstoffampulle mit Hautfarbenpigmente, die ganz sanft in die Haut eingearbeitet wird. Es kann auch ganz hart eingearbeitet sein. Mama mag beides, du. Okay, das ist ideal für die Reduzierung von Hautverfärbungen, von Augenringe, Unebenheiten, Falten, Falle, Hautton, Akne, Aknenarben, Narben, Pigmentstörungen, Altersflecken, Schwangerschaftsstreifen, Depressionen. Alles. Bitch, ich werde jetzt mich in der Auto sitzen und ich werde zu Sandra fahren nach Kränichen. Ich bin gespannt. Was soll ich denn? Ich bin echt gespannt. Ich habe das noch nie gehört, wirklich. Also es gibt ja so viel in der Beauty-Branche, das habe ich noch nie gehört, was sie jetzt machen lässt. Ich bin echt gespannt, was das ist. Du bist Müll. So, my loves, hier bin ich bei die gute Sandra angekommen. Du kannst auch näher kommen, also ich weiß nicht. Du bist einfach in der Ecke, weißt du? Heute, die gute Sandra, wie ich schon vorher gesagt habe, wird mir die Fresse aufpolieren. Willst du ein bisschen die gute Zuschauer erklären, was du mir heute alles antust?
Wir werden bei Rafa eine BB-Glow-Treatment machen. Das heißt, wir werden so eine Foundation quasi unter die Haut tätowieren. Nägel. Aha, also das doch. Macht einfach, dass die Rafa ein bisschen schöner Hautton hat, was sie ja schon hat, wie man sieht. Ja, genau. Fabelhaft. Nein, alles im Blind. Es tut eigentlich so einen sogenannten Glow-Effekt, gibt es damit. Die Haut wird schön. Foundation tätowieren. Junge, ich bin gespannt. Also das habe ich noch nie gehört. Die Poren werden auch kleiner und sie hat dann wirklich einen frischen Hautton. Das ist das Ziel. Es ist schon nicht so tief wie ein Tattoo. Nein. Der Mikroniedling geht weniger tief in die Haut. Genau, es ist praktisch nur die Oberfläche. Vor allem, ich bin jetzt mal gespannt, wenn es wirklich ein Farbpigment ist, was man unter die Haut tätowiert. Ist ja ziemlich mal schlimm, aber es ist ja ein Full-Face-Tattoo. Also, was ich mich frage, was passiert im Sommer, wenn die Sonne draufknallt? Was passiert im Winter, wenn die Haut austrocknet? Was passiert, wenn die Haut reagiert? Wie verhalten sich die Farbpigmente? Bleiben die ebenmäßig? Lösen die sich irgendwo? Und ich habe noch ein fleckiges Gesicht. Also, ich bin gespannt, habe ich noch never ever gehört. Oberfläche, damit man dort auch die Schattierungen, die Sommersprossen oder Altersflecken, was natürlich drauf noch nicht. Gehen Fältchen auch weg? Fältchen gehen natürlich durchs Niedeling auch ein bisschen weg. Entschuldigung, meine Aussprache ist manchmal ein bisschen. Ja, Niedeling reißt die Haut. Die werden kleiner, die Fältchen werden natürlich auch durchs Niedeling ein bisschen kleiner. Und was natürlich Rafa am meisten stört, sind ihre schönen Augenschatten. Ja, ich komme nicht klar. Und diese Augenschatten, die werden durch das natürlich auch heller. Man kann die Behandlung einmal machen, man sieht dann schon ein kleineres Ergebnis. Aber, dass es richtig schön wird, sollte man das nach 2 bis 3 Wochen wiederholen. Das etwa 4-mal. Und dann kann man das wirklich Prozessor schön auffrischen. Bei mir kann man diese Behandlung zum Beispiel auch noch kombinieren mit einem PRP, das heißt das sogenannte Vampirlifting. Dann hat man 2 Effekte in einer Behandlung, was natürlich auch sehr schön ist. Ja, dann ich würde sagen, starten wir, weil das sind mehrere Steps, ne? Ich bin gespannt. Ganz kurz, ich habe ja nichts gegen so Eingriffe und so weiter. Es gibt, ich sage immer, solange man es in Maßen macht. Aber bevor du dich entscheiden solltest, mal so etwas zu machen, melde dich bei mir. Es gibt bessere Dinge, vor allem im Bereich der Pflege. Du kannst dir solche Effekte mittlerweile mit Cremes erarbeiten. Also solltest du da mal Fragen haben, melde dich gerne bei mir, bevor du dich um das Messer legst, weil ich bin echt gespannt. Ich kann es mir nicht vorstellen, Farbpigmente unter die Haut zu tätowieren, weil, wie gesagt, was passiert, wenn die Haut, wenn es heute ist kalt, morgen ist warm? Also, ich bin gespannt. Wo darfst du gerne Platz nehmen? Auf den guten Thron. Genau. Ich bin ja wie zu Hause hier. Jetzt machen wir ein Lätzli für die kleine Raffa, damit sie keine Schweinerei macht. Jetzt machen wir natürlich noch die Hube, damit die Raffa auch wirklich. So, super. What the fuck? Jetzt kann sie arbeiten gehen in eine Bäckerei. Ja! Für das Raffi heute sehr anständig war und brav war und kein Make-up und gar nichts. Mich würde es interessieren, was es kostet. Schnell nach mit ein wenig Desinfektionsmittel, damit wir ja auch keines Hautdesinfektionsmittel, speziell für die Haut, also nicht für die Oberflächen. Ja. Ist noch wichtig. Nein, damit alles wirklich, das stinkt ein bisschen. Und du hast hier ja schon ein bisschen Pickel. Ein bisschen? Der ist gigantisch, der hat einen eigenen Start. Ja. Hat jemand akute Akne mit Eiter? Und darf man es nicht machen? Man auf die Behandlung ein bisschen achten, dass man dann keine BB-Behandlung macht, sondern zuerst ein Needling mit antibakteriellen Sachen für die Akne. Ah, ja. Ja, weil ansonsten werden die Bakterien auf der Haut verteilt und es wird im Nachhinein noch schlimmer. Aber da kannst du eben bei jedem Kunde schlussendlich sagen, okay, zuerst brauchen wir das zu machen und dann genau, kann man das machen. Und ja. Individuell, pro Patient verschieden. So, jetzt habe ich hier das Nierengras. Das sind alles Einwegmaterialien, was auch sehr wichtig ist. Auf das sollte man sich auch immer achten. So, jetzt mache ich hier mal zuerst auf die Haut ein Hyaluronserum. Yay, wir lieben Hyaluron. Mein Gesicht besteht ja nur aus Hyaluron. Das ist jetzt ein Hyaluronserum, das wir jetzt zuerst.
Ganz wichtig, Hyaluron ist ein hauteigener Bestandteil. Ab 25 Jahren bereits fängt die Haut mit Hyaluron an abzubauen. 40, 50, 60, also wenn du 40, 50, 60 bist, hast du schon fast keine eigenen Rückstände mehr, also fast keinen eigenen Puffer an hauteigenem Hyaluron. Wenn du frühzeitig anfängst mit einem guten Hyaluron, wo in alle drei Hautschichten eindringt, deine Haut also mit künstlichem Hyaluron zu versorgen, kannst du den Alterungsprozess, wo Trockenheitsfältchen, schlaffe Haut und so weiter entsteht, extrem in die Länge ziehen. Also Hyaluron finde ich persönlich sehr, sehr gut. Rechtzeitig damit anfangen, dann kannst du deinen Alterungsprozess schön in Länge ziehen. Die Haut wie voröffnen, das heißt, dass nachher die BB-Glow-Creme auch gut in die Haut selber rein kann. So, jetzt starten wir. Oh mein Gott. Kommt das Gerät, die Rafa kennt ja eigentlich schon das Vampirlifting. Und sie, wir haben das auch mit dem Nidling gemacht. Mhm. Und sie hatte dort schon eigentlich festgestellt, dass es überhaupt nicht geht. Sorry, dass ich so oft stopp. Niederling finde ich gar nicht so schlimm, weil mit Niederling stechen kleine Nädelchen in die Haut sozusagen. Dadurch wird die Haut angeregt, neue Zellen zu bilden und somit schiebt sich quasi eine neue Hautschicht nach vorne. Und darum hat man den Effekt, dass man quasi eine glattere, straffere Haut danach hat. Also Niederling ist eine gute Behandlung. Ja, ein bisschen genau. Wie du jetzt aber siehst, ist diese Behandlung viel, viel angenehmer. Ja, Vampirlifting ist schon viel härter. Weil man geht dort auch viel tiefer rein. Hier arbeitet man mit 0,25 in die Tiefe. Also das heißt, quasi kratzt man die Hautschicht nur ein bisschen an. Mhm. Und daher sieht man, Rafa blutet auch nicht. Das ist schon mal nicht. Ich schon. Zuerst öffne ich die ganze Haut. Das heißt, ich fange oben bei der Stirn an. Ja. Verteile das schön. Ja. Aber da ist noch dann keine Farbe weiter drauf. Machen wir diese Partie. Ja. Und zuerst wird wirklich alles nur geöffnet. Ja. Damit die Haut dann auch aufnahmefähig ist. Wie findest du die Schmerzen bis jetzt? Also das ist im Gegensatz andere Sachen wirklich gar nichts, ganz ehrlich. Es ist eine leichte, also schmerzlos würde ich jetzt. Es ist schon schmerzlos, es ist so wie. Man merkt schon. So ein bisschen ein deftigeres Peeling, genau. Würde ich jetzt sagen. Ein Sandra-Peel. Ja, genau. Jetzt kommt die Farbe. Okay. Ja, BB-Glow ist zu einer Ampulle. Ich habe es aber schon vorbereitet, weil die, wie schon gesagt, die Hygiene vorgeht. Da ziehe ich das mit einer Ampulle auf und dann kann man es schön verteilen. Und man hat auch keine Gefahr von dem. So, jetzt noch mal was. Es muss ja eine Farbe sein, die dem Hauttyp entspricht. Wenn du jetzt aber im Sommer hingehst, hast du eine dunkle Haut, im Winter eine hellere. Und das ist das, was ich nicht verstehe. Oh, ich bin noch skeptisch. Infektionen. Jetzt verteilen wir hier mal so ein bisschen Farbe. Ich finde es schön, dass du die Farbe weiß ja, für meine tote Haut gewählt hast. Genau, wir haben weiß genommen, weil Rafa ein Geist ist. Oder? Und jetzt verteilen wir diese. Ich mag den Geräusch, dass diese Maschine macht. Genau. Dann weiß man auch, wenn das Maschinchen so tönt, doch, wir haben genug Farbe genommen. Oh so. Mein Gott, ich lieb's. Und das geht man richtig schön rein. So, auch hier wieder schön verteilen. Die Augenpartie mache ich dann am Schluss, weil die braucht sicher am meisten. Ja, ich finde auch im Kinnbereich, dass ich schon Verfärbungen so rötlich, weißt du, was ich meine? Ja, die Rötlich. Ich glaube, das Ergebnis wird schon gut, weil durch diese Glow-Farbe, durch die Helligkeit bekommt die Haut mehr Leuchtkraft. Aber wie gesagt, ich habe immer noch ein Problem mit, was passiert, wenn. Ja, also quasi, wenn man in die Sonne geht, wenn es kalt ist, wenn die Farbpigmente, die Haut arbeitet ja. Also alles, was du in die Haut reinmachst, fängt dann an zum Arbeiten. Man kennt es ja auch von Tätowierungen. Es gibt Personen, da ist die Farbe jahrelang mega, es gibt Personen, da ist die Farbe eben nicht so stark und es soll ja immerhin ein Jahr lang drin bleiben, aber die Haut schafft ja und es kann ja sein, dass auf der Seite arbeitet die Haut mehr und stößt das Ganze mehr ab, auf der anderen nicht, also Die hast du, glaube ich, weil du einfach zu viel Müll gegessen hast und daher pickelst. Sie kennt mich! Die gute Sandra hat in Europa-Pack das beste Lied rausgefunden, einfach, du bist Müll.
Du bist Müll. Ich stehe am Morgen auf, ich wache auf. Sie sah aus wie Müll. Sie guckt mich an und sie sagt, du bist Müll. Ich lieb's. Das ist wirklich eine Zeichnung von Freundschaft. Boah, ich muss immer so laut machen, damit ihr auch was hört, aber es ist so unglaublich laut. Oh, das fetzt. Oh mein Gott. Das schmerzt ein bisschen. Also es ist nicht schmerzhaft, es ist einfach nur ungewohnt. Man sieht, die Farbe ist auch sehr dünn, wirklich hat eine Baby-Krone quasi. Ich meine, das ist eine Behandlung, das aus Korea kommt und sie wissen ja, was sie machen. Ja, weil die koreanische Frauen ja die beste Haut haben. Ja, und die sind auch viel heller wie wir Europäer. Dankeschön. Ja, Koreaner lieben helle Haut, aber... Das ist eine Wellnessbehandlung, das hat Sandra eigentlich selten. Das war nie wieder eine Sonne. Jetzt lassen wir die Maske 20 Minuten einwirken. Mhm. Und dann hat Rafa ein Häutchen wie eine Puppe. Ja, wie eine koreanische Puppe. Superstar. Mhm. Wir haben jetzt bei Rafa die Maske 20 Minuten einwirken lassen. Jetzt schauen wir, was da hervorkommt. Das Böse. Halloween war gestern. Jetzt meine zweite Haut. Ja, ich schwöre, guck, wie sie ausschaut. Vor allem, habt ihr das hier gesehen? Das Pickel. So, jetzt massiere ich das nochmal schnell in die Haut ein. Jetzt. So, und jetzt am Schluss schließt man das noch ab. Mit einer schönen Feuchtigkeitscreme. Ich habe jetzt extra ein bisschen vollgepappt mit Creme, wie man das sieht. Das mag ich. Schreibt mal in die Kommentare, ob ihr das machen lassen würdet. Kenne ja die Rafa, sie hat gerne alles ein bisschen too much. Dann die Behandlung etwa nach 2 bis 3 Wochen wiederholen. Mhm. Und nach 4-mal hat man einen wunderschönen Effekt, der bis zu 9 Monate hält. Ich finde auch schon jetzt, weißt du, sie ist schon heller geworden, meine Haut. Frisch. Ebenmäßiger, ja, absolut. Mhm. Es sieht auf jeden Fall besser aus. Ja, klar, jetzt ist gerötet, auf jeden Fall. Aber ich meine, ich hoffe, dass man in der Kamera das sieht, aber ist es schon frisch raus? Ja, ich weiß. What the fuck? Krasse Scheiße. Krasse Scheiße, du. Ja. Also die Poren sind... Kleine. Welche Poren? Ich glaube, das ist der Abfall von eurer Lieblingsperson. Oh mein Gott, ich werde jede Woche da. Guck, ich habe jetzt nachgezoomt und wo sind die Poren? Welche Poren? Wo ist der Bart? Der Bart ist noch dort. Aber I love it. Ich habe gedacht, ich filme schnell auch draußen. Ich schwöre, ich sehe voll gut aus. Ich sehe richtig gut aus. Ich schwöre jetzt, ich komme einmal die Woche. Sie haben super gemacht. Wir machen gleich Fazit. Das freut mich natürlich. Wir gehen jetzt den Abend genießen. I don't know. Und okay, wir lassen das Bild hier mal als Fazit. Also, die Idee, so wie sie jetzt sagt, es kommt anscheinend aus Korea und die Koreaner lieben helle Haut. Und die machen alles, die verwenden alles, was aufhält, ausbleicht und so weiter. Wo ich das allergrößte Problem sehe, ist einfach, wenn sie jetzt in die Sonne gehen würde, dann was passiert mit der Haut? Koreaner, die machen ja alles, um kein UV durchzulassen oder wie auch immer, also keinerlei Bräune, die lieben dieses Blasse. Und da sehe ich so ein bisschen das Problem. Natürlich kannst du dir das angleichen von der Farbe. Ich denke mal, es gibt da verschiedene Farbnuancen, aber im Prinzip hast du halt die Farbe, was man an dem Tag drauf macht, die hast du einfach drauf. Ein komplettes Jahr, 9 Monate anscheinend, so wie sie sagt. Und wehe, du gehst aber im Sommer oder du verlierst an Farbe, dein Gesicht ist immer gleich. Die Idee ist ja gar nicht so schlecht, aber ganz ehrlich, es gibt ultra geile Pflegeprodukte. Ultra geil. Da brauchst du das nicht mehr. Da hast du diesen Glow drauf, aber du kannst diesen Glow im Endeffekt, diese Frische, jeden Tag deinem Hautton anpassen, weil es im Endeffekt nur eine Creme ist. Das hier ist schon tätowiert, in Anführungszeichen, also quasi Farbpigmente unter die Haut gebracht. Und da muss ich ehrlich sagen, meins ist nicht.
Meins ist nicht, ja, meine persönliche Meinung, schreibt es mal gerne in die Kommentare, was ihr dazu sagt. Ich habe es noch nie gehört, das muss also eine brandaktuelle Behandlung sein. Man wird es wahrscheinlich bald in den Medien öfters hören, aber mein Fall ist nicht. Meine persönliche Meinung ist es auch, ich empfehle es nicht. Lasst die Finger davon weg, denkt an den Sommer, denkt an die verschiedenen Jahreszeiten, Kälte, Wärme etc. Denkt an die Farbpigmente, die Haut arbeitet, ja, wie nimmt die Haut es quasi auf. Wenn irgendwas schief geht, habt ihr nachher eine fleckige Haut, also macht's nicht. Meine persönliche Meinung, schreibt es mir rein, was ihr machen würdet, aber gerne abonniert den Kanal von der Rafas Plastic Life. Sie macht ultra lustige Videos, wirklich ultra lustige Videos. Ich feiere die, weil sie einfach so direkt ist, Knüppel raus, knüppelhart raus, Freischnauze. Sie macht lustige Dinge und vor allem bei ihr lernt man halt auch, intensive Make-ups zu schminken, gerade für den Abend super geeignet oder halt für die Bühne, mega. Ja, also ruhig, abonnieren Sie ja doch eigene Wimpern, könnt einfach mal reinschauen. Wie gesagt, ich mag sie, das jetzt wiederum, wie gesagt, sie als Person mag ich, aber ich mag diese Behandlung, finde ich es nicht gut. In dem Fall bin mal gespannt, was ihr sagt und wir sehen uns dann nächste Woche wieder, Freitag 16 Uhr, wenn es wieder heißt, ich bewerte Make-up-Tutorials von YouTubern Rocked Make-up und bis zum nächsten Mal. Ciao.